Es ist vorbei. Camper Van Reise mit Sunnylove und Dean Tramp. Tag Nummer 11, also 11 Tage lang waren sie unterwegs. Ich hätte gedacht, es geht ein bisschen länger jetzt vorab. Schauen wir mal, ne? Schauen wir mal, was sie jetzt so am letzten Tag noch erlebt haben. Let's go! Nein, ich war jetzt einmal kurz abgelenkt, jetzt habe ich das Endschütte-Schild verpasst. Oh Mann, ich wollte so gerne drauf haben. Das ist auf jeden Fall die letzte Destination hier in Holland. Jo. Endschütte. Endschütte. Bin mal gespannt, ob es immer noch so schön ist, wie ich es in Erinnerung habe. Ich war da tatsächlich schon 2-3 Mal. Casual, er rauft sich ein auf dem Roller. Hallo Baby, gut eingepackt oder nicht? Also ich muss euch sagen, ich parke immer ungern an solchen Wohnsegmenten, keine Ahnung. Aber nun, passiert wohl nichts in Holland, oder? Babe, hä? Passiert was? Nein, ich sag sowieso immer, es passiert nichts. Und du bleibst da. Die sind super lecker. Also in Holland kann man echt gut shoppen gehen. Falls ihr da irgendwo in der Nähe von der Grenze wohnt oder auch für 1-2 Stunden Fahrt, lohnt sich das auf jeden Fall. Hier gibt es richtig coole Kaufhäuser. Keine Ahnung, auch viele Läden, die wir gar nicht haben. Eins, zeig es uns. Jetzt gibt es Kibbeling. Das ist so Backfisch in der Fritteuse gemacht. Es sind ganz viele hier, deswegen habe ich mir das jetzt auch mal geholt. Was nehme ich denn? Remoulade oder Dill? Oder beides? Oh. Oh, die Remo sieht gut aus. Sind die alle nur für mich? Ich habe mir keine gekauft, weil ich habe Angst, dass ich das nicht mag. Und dann bleibt das alles über. Aber das ist schon eine stattliche Portion, ne? 5,50 Euro kostet die. Schmeckt gut? Mhm. Das ist Backfisch. Mhm. Hat sie sich eingeschnorrt? Also Fisch esse ich auch nicht, ne? Wusstet ihr das? Er ist keine Tiere. Darunter zählen auch Fische oder auch irgendwelche Insekten. Bis auf die Fruchtfliege letztens, ne, die ich hier im Stream verschluckt habe. Das habt ihr ja alle mitbekommen. Gibt's auch welche. Ja, wusste ich doch. Was siehst du drauf? Krieg ich aber meinen wieder, ne, von gerade? Stimmt, ich schulde dir einen, ne? Zack, kriegst auch 2. Boah, die sind so lecker, ne? Echt heftig. Boah, die müsst ihr probieren. Kibbeling heißen die. Das sind so... Ja, was ist das? Kleine Backfischstückchen. Man kauft den ja sonst so im Ganzen, gibt's ja auch. Aber so im Kleinen schmecken die sowieso geiler. Boah, lecker. Ich nehme jetzt hier so ein Spiegel mit, der ist ja voll süß. Also ich muss sagen, Holland ist mir echt ans Herz gewachsen, ne? Amsterdam ist auch schön, aber da waren wir nicht, von daher nehme ich den hier. Das sind auch genau meine Farben, obwohl, ne, da ist irgendwas drauf. Cute! Guck mal da oben. Boah, solche Spielzeugläden, die feiere ich halt auch richtig hart, ne? Die haben meistens auch so kleinere Läden, haben meistens auch so Stuff dabei, die es im größeren Handel gar nicht mehr gibt. Ne, die zum Beispiel im Großhandel oder so schon sold out sind, weil sie halt ewig in dem Laden liegen. Kuckuck! White Souls war hier. Geil. Nice. Wie viel kostet da einer? Boah. Wie geil sieht das aus? Ich bin schon mal fündig geworden. Ich nehme mir den Thingstar-Teil mit. Der sieht aber so cool aus. Ich glaube, ich habe den schon. Man muss dazu sagen, ich habe alle Thingstar-Teile. Aber trotzdem, der ist relativ selten. Hast du auch schon was? Bin noch am Überlegen. Okay. Ey, der Laden ist heftig, wirklich. Hier gibt es so viel Auswahl. Oh mein Gott, mein Holy Grail, Freunde. Das möchte ich noch irgendwann mal finden auf dem Flohmarkt. Ich habe sie ohne OVP. Eine der ersten Konsolen, die ich hatte. Eine N64 in der Pikachu Edition. Und so eine. Aber in diesem Mario Dash. Da hier, da ist es ja sogar. Krass. Ich würde einfach schwach werden. Oder naja, kommt halt drauf an, ne? Wenn das halt da oben 1000 Euro oder sowas kostet, hätte ich gar keinen Bock. So,
wir sind durch. Es ging schneller als erwartet. Also ich habe Enschede tausendmal geiler in Erinnerung gehabt. Ich auch. Also Groningen oder Groningen, wie auch immer es heißt, gestern war viel, viel schöner. Groningen. Groningen. Ja, wie ihr seht, wir haben leere Hände, keine Tüten. Muss ja auch nicht immer. Wir haben uns eigentlich auf Enschede gefreut. Also man muss dazu sagen, wir gehen eigentlich nie shoppen. Ja. Also wir haben viel vom Flohmarkt und so und jetzt dachten wir, komm, gehen wir nochmal hier hin, weil Enschede geil sein soll, aber irgendwie fand ich es persönlich nicht so geil. Es ist richtig groß, viele Gassen und so, aber keine Läden, also viele für Coffee uns Shops persönlich auch. Jetzt nicht. Ja. Ja. Coffeeshops, mhm. Was, Kringloop? Nö, kenne ich nicht. So, jetzt geht's mal in den Second-Hand-Laden hier in Holland. Schauen, genau. Was die so können. Sieht spannend aus. Das ist so eine Art Sozialkaufhaus, ne? Ja, haben uns ein paar Follower geschrieben, deswegen gucken wir jetzt mal, was die hier so haben. Geil. Oh, viele FIFAs. Der Klassiker immer. Klamotten haben die auch. Das ist ja so mein Abteil, ne? Ich würde jetzt gerade beim Spielzeug gucken. Ich schau mal, ob ich jetzt hier irgendwie vielleicht ein cooles Piece finde. Cool hier, ne? Voll. Aber stolze Preise auf jeden Fall. Guck mal, der kostet 17 Euro, der Pulli. Alter, ganz schön teuer. Was geht denn hier ab? Heftig, was kostet sowas? 7 Euro. Cool. Geil, Alter. Können wir eigentlich mitnehmen? Ja, drin, den auch hier für 15. 15? Okay. Willst du spielen? Ja? Ist das dein Ball? Deutschland in 3, 2, 1. Bam! Wir sind back. We are back home. Und freust du dich? Ja, gemischt. Es ist immer dasselbe, wenn man von der Reise kommt, ein lachendes Auge, ein weinendes Auge. Man freut sich auf zu Hause und alles, was da wartet, aber es war halt auch mega schön. Ist so, ne? Richtig, richtig schöner Trip, oder? Schöner Trip. Schöner Trip. Ich freue mich aufs Rasieren auch. Boah, Alter. Ah, oh, das glaube ich dir. Ja, wir sind normal auf so einem Trip. Ja, also ich finde auch. Deutschland freue ich mich, aber Holland war geil. Holland war so geil. Aber wir haben es auch wirklich ausgekostet. Also wir kennen, glaube ich, jetzt Holland wie unsere besten Taschen. Ja, wirklich, ne? Wir waren auf dem Land, wir waren in der Stadt, wir haben wirklich alles gesehen. Mega. Ja, ist doch nice. Hey, hallo, mein Schatz. Hey, Gigi. Sind Mama und Papa wieder da? Hallo. Na, ihr Mäuse? Ja, war doch auf jeden Fall ein chilliger Trip. Lass uns noch auslaufen. Ja, war doch cool, oder, Freunde? War doch in Ordnung, also wirklich eine wunderbare Reise. Ich hätte gedacht, dass es ein bisschen länger geht. Also halt klar, ich habe das so ein bisschen mit Amerika verglichen, aber es ist ja völlig verständlich, dass du in Amerika definitiv versuchst, länger zu bleiben als jetzt halt Europa-Tour. Ja, okay, so Europa-Tour, in Belgien waren sie, soweit ich weiß, Holland, Frankreich wollten sie, ne? Aber waren eher so Holland unterwegs. Da hätte ich auch mal wieder Bock, ne? Holland. Schön Holland, mal einen Tag oder so rüberfliegen.